Die Unterrichtseinheit schwarzafrikanische Musik wird in den Klassen 10a, b und 10c des Ahlener Schubert-Gymnasiums praxisorientiert vermittelt. Jedoch auf unterschiedlichen Instrumenten. Die Klasse 10c spielt auf Djemben. Die Schülerinnen und Schüler der 10a benutzen den eigenen Körper als Instrument und die Klasse 10b spielt auf Ukulelen. Zunächst werden in allen drei Klassen die instrumentalen und vokalen Grundfertigkeiten aus der Mittelstufe praktisch wiederholt und auch theoretisch erfasst. Die Ukulelenklasse lernt die benötigten Akkorde und schreibt deren Griffbilder auf. Dass es am Anfang nicht so leicht von der Hand geht, zeigen auch die ersten Stunden in den anderen beiden Klassen. Damit das Musizieren und Singen von Stunde zu Stunde immer besser wird, werden die jeweiligen Übetechniken passgenau zugeschnitten. Zum Beispiel wird mit Hilfe des Computers das Tempohalten forciert. Das aktive Zuhören durch die Aufteilung in zwei Gruppen trainiert. Sodass Groove und Sound immer perfekter werden. Parallel zum Trainieren der benötigten instrumentalen und vokalen Fertigkeiten werden in allen drei Klassen die Grundmerkmale schwarzafrikanischer Musik und deren spezielle Musiziertechniken vermittelt. Dies geschieht immer eng verknüpft mit der jeweiligen Musizierpraxis. In Gruppen erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler verschiedene Korrelationsrhythmen. Und während die Gesangsklasse dies mit Body Percussion macht, benutzen die anderen beiden Klassen ihre Instrumente. Auch die in traditioneller schwarzafrikanischer Musik oft angewandte Hocket-Technik haben sich die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel so erarbeitet. Bei dieser speziellen Technik wird eine Melodie mit den ihr zugehörigen Tönen auf verschiedene Einzelstimmen so verteilt, dass jeder Musiker nur wenige oder im Extremfall nur einen einzigen Ton spielt oder singt. Das Ergebnis des Zusammenspiels ist ein kontinuierliches musikalisches Band. Für ein Ensemble erzeugt die rhythmische Verzahnung der Einzelstimmen eine besondere Art von Gruppengefühl. Nachdem viele Grundmerkmale und Techniken traditioneller schwarzafrikanischer Musik den einzelnen Klassen jeweils auf unterschiedliche Weise vermittelt wurden, kommt es nun zum Finale der Unterrichtseinheit. Dabei kommen alle drei Klassen zusammen und stellen sich gegenseitig in Konzertatmosphäre die neu erlernten vokalen und instrumentalen Fertigkeiten vor. Der Höhepunkt ist jedoch, dass sich daran anschließend die Klassen mischen, in Gruppen aufteilen und so jeder Djemben, Ukulelen oder Body Percussion Vokalexperte seine erlangten Kompetenzen den anderen Gruppenmitgliedern beibringt. Lernen durch Lehren. Nicht immer komplett weg, sondern halt ja. Rutschen.
Und nur eine Stunde später klappt es schon ganz gut mit den neuen Instrumenten und die Schülerinnen und Schüler tauschen mit großer Freude aus, was sie gelernt haben. Und sie gründen kleine Ensemble, bei dem jeder bereits mit seinem neuen Instrument beteiligt ist. So haben alle Beteiligten tolle Erfahrungen gesammelt, Lust auf eine Zugabe machen.